Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Das ist, glaube ich, mein neuer Spot für News und Neuigkeiten. Neues Event wurde angekündigt. Das wurde heute Morgen schon gemunkelt und ein paar Gerüchte. Und die Gerüchte haben gestimmt. Jetzt ist es offiziell auf der Seite von Pokémon Go Live. Und zwar Extravaganza, dieses Eier-Event, kommt zurück. Kurz gefasst, 2 Kilometer Eier ab heute Abend. Wie immer ab 10 Uhr, beziehungsweise 9 Uhr wegen Zeitumstellung vielleicht, möglicherweise. Bis zum 2. April müsste das Event laufen. Und zwar nur noch 2 Kilometer Eier, aber dafür schlüpft alles aus den 2 Kilometer Eiern. Keine 5er, keine 10er. Oh Gott, was für ein schlechtes Timing. So, nochmal. Und es gibt eine erhöhte Spawnrate, Schlüpfrate von zum Beispiel Pichu und Togepi. Da steht nicht genau von was, da steht einfach nur bestimmte Pokémon. Also Togepi ist gut, ich brauche noch 100er Togepi, aber ansonsten. Es gibt halt mehr Bonbons für die Pokémon aus den 2 Kilometer Eiern. Was eigentlich nur den Nachteil ausgleicht, dass die 2 Kilometer Eier weniger Bonbons bringen, weil ihr wisst ja, wie höher das Level, desto höher, also nicht das Level, sondern die Kilometer, desto mehr Bonbons bringen die. Maximal bei 10 Kilometer zum Beispiel 32 Bonbons. Und 5er, keine Ahnung, bringen so zwischen 10 und 20. Und 2er bringen 5 ungefähr immer. Und dann gibt es halt Doppelstaub auf alles. Also Doppelstaub-Event. Was halt ganz geil ist mit dem neuen Sternstück, weil das ist das erste richtige Doppel-Sternstaub-Event, seitdem es die Sternstücke gibt. Davor gab es halt nur für Brüten oder so. Oder jetzt mit diesen bestimmten Pokémon. Valentinstag und Chinese New Year, Mondneujahr. Und jetzt gibt es halt auf alles Doppelstaub. Und mit dem Ding halt dann theoretisch dreimal Staub. Was schon ziemlich krass ist. Und das Event läuft auch eine relativ lange Zeit, also da kann man schon gut Staub machen. Staub, mal schauen. Ich habe letztes Video gemacht, was heißt letztes, vorgestern oder so, wo ich über EP geredet habe und das EP nicht mehr so viele Leute interessiert. Parsing tot. Möglicherweise interessiert Staub die Leute mehr. Schreibt unten rein, was ihr davon haltet. Interessiert euch Staub mehr? Mich auf jeden Fall. Lasst uns endlich mal die 8 Millionen Staub knacken. Ich versuche das schon so lang zu knacken, aber immer kommt irgendwas dazwischen. Mir ist gerade noch was eingefallen. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, Pro7. Schöner Ausblick. Und zwar Doppelbonbon. Wieder kein Doppelbonbon-Event. Weder zu Community Day für 3 Stunden, noch allgemein irgendein Event. Viele warten drauf. Ich persönlich auch. Habe so viele Legendäre noch zu verschicken. Aber es kommt einfach nicht. Es kommt wieder Doppelstaub, weil, wie gesagt, das mit dem Valentinstag und Mondneujahr war ja eigentlich Doppelstaub. Oder ein Staub-Event. Und jetzt gab es wieder keinen Doppelbonbon. Schreibt auch noch unten in die Kommentare, was ihr davon hattet. Wartet ihr auch gerade auf ein Doppelbonbon-Event? Ich muss wieder rein. So, mir ist auch was eingefallen. Und zwar beim Event davor, das mit Rayquaza Doppel-EP-Wind, habe ich so viele Eier gebrütet. Fast 100 Eier, glaube ich. Das Material habe ich noch, die ganzen Videos. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das einbaue. Aber da habe ich schon beinahe alle Inkubatoren verbraucht, die ich mir angesammelt hatte. Und jetzt kommt halt nochmal ein Eier-Event, nochmal was mit Brüten. Finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so toll, aber Doppelstaub ist halt saftig. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann gibt es natürlich noch neue Boxen im Shop mit Sternstücken und Super-Inkubatoren. Ah, das ist ja kein Wunder, die gibt's immer. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Shop. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Schreibt unten rein, wie ihr das Event findet. Zeigt ihr gerade auf Sternstaub oder Doppelsternstaub-Event. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.